So, hallo, in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie man Brüche erweitert oder kürzt. Fangen wir mal mit dem Erweitern an und mit einem Beispiel. Und zwar haben wir den Bruch 3 Viertel. Und wenn ich diesen Bruch erweitere, heißt das, dass ich Zähler und Nenner mit derselben Zahl multipliziere. Ich schreibe jetzt mal hier über das Gleichzeichen eine 2, das heißt, ich erweitere diesen Bruch mit 2. Und wie ich gerade gesagt habe, bedeutet das, Zähler und Nenner müssen mit derselben Zahl, also mit dieser 2, multipliziert werden. Also 3 mal 2 und 4 mal 2. So, und das ist relativ einfach auszurechnen. Das sind 6 Achtel. Und jetzt habe ich diesen Bruch erweitert. Jetzt könnt ihr sagen, schön, was habe ich davon? Schauen wir uns das vielleicht auch erstmal anschaulich an, was das bedeutet. Und zwar nehme ich hier so eine Pizza und zwar 3 Viertel sind davon noch übrig, also 1, 2, 3, ist noch nicht so viel gegessen worden. Und hier habe ich am Ende 6 Achtel. Die stelle ich jetzt auch mal da, und zwar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und wenn ihr das mal vergleicht jetzt, dann seht ihr, das ist die gleiche Menge Pizza. Der Unterschied ist nur, im ersten Fall habe ich 3 größere Stücke, im zweiten Fall habe ich 6 kleinere Stücke, aber die Menge ist die gleiche. Beim Erweitern habe ich also einfach die großen Stücke nochmal halbiert. Das markiere ich jetzt hier mal. Ich habe mit 2 erweitert, das heißt, jedes Stück habe ich halbiert. Dadurch habe ich auf einmal doppelt so viele Stücke, statt 3 sind es 6. Aber jedes Stück ist auch nur noch halb so groß, statt Viertel ist es Achtel. Ihr habt also beim Erweitern die Zahlen des Bruches verändert, aber die Menge ist die gleiche geblieben. Also 3 Viertel ist dasselbe wie 6 Achtel. Es ist nur etwas anders geschrieben. Einmal sind die Stücke größer, einmal sind sie kleiner. Wozu kann man das nutzen? Zum Beispiel bei der Addition und Subtraktion von Brüchen benötigt ihr das, denn ihr könnt Brüche nur dann addieren oder subtrahieren, wenn sie gleichnamig sind. Und wenn sie das nicht sind, müsst ihr sie vielleicht erweitern oder kürzen. Eine andere Möglichkeit besteht darin, dass ihr Brüche so viel besser vergleichen könnt. Also, jetzt nehme ich mal hier ein Beispiel, 2 Drittel und 5 Siebtel. So, der eine hat 2 Drittel und der andere hat 5 Siebtel einer Pizza. Und die Frage ist, wer hat denn jetzt mehr? Zack, hier in dieses Kästchen soll jetzt ein größer Zeichen oder ein kleiner Zeichen. Oder vielleicht ist ja auch gleich. So, der eine hat 2 Drittel, der andere 5 Siebtel. Die Vergleichbarkeit ist nicht gegeben, denn die Stücke sind ja unterschiedlich groß. Ja? Der eine hat nur 2 Stücke, aber große Stücke, ja, die sind ja ein Drittel groß, während der andere zwar viele Stücke hat, müssen wir mal gerade gucken, dass ich das hier so halbwegs hingezeichnet kriege, so. Der erste hat also 2 Stücke, die sind aber sehr groß. Der andere hat viele Stücke, 1, 2, 3, 4, 5, aber die sind klein. Und ja, um das besser vergleichen zu können, sollte man diese Brüche jetzt gleichnamig machen. Und dazu muss ich sie erweitern. Das bereite ich jetzt hier mal gerade vor. Und zwar erweitere ich den ersten Bruch mit 7. Also schreibe ich jetzt mal hier direkt rein. Das heißt, Zähler und Nenner werden mit 7 multipliziert. 2 mal 7 ist 14. 3 mal 7 ist 21. Den zweiten Bruch erweitere ich mit 3. Also Zähler mit 3 und Nenner mit 3 multipliziert. Und dann ergibt sich 5 mal 3 ist 15, 7 mal 3 ist 21. Und jetzt wird vielleicht auch offensichtlich, warum ich im ersten Fall mit 7 und im zweiten Fall mit 3 erweitert habe. Dadurch habe ich erreicht, dass im Nenner dieselben Zahlen stehen. Also der erste hat 14 21stel einer Pizza und der andere 15 21stel. Und jetzt ist offensichtlich, der zweite hat mehr. Das heißt, der Bruch 15 21stel ist größer als 14 21stel. Also ist der Bruch 5 Siebtel auch größer als der Bruch 2 Drittel. Denn die Menge ist ja die gleiche geblieben. Ich habe jetzt nur die Stücke so geschnitten, dass sie alle gleich groß sind und vergleichbar sind. So, das war der erste Schritt, das Erweitern von Brüchen. Jetzt mache ich hier wieder ein Strich hin. Jetzt komme ich zum Kürzen. Das Kürzen ist eigentlich das umgekehrte Vorgehen. Nehme ich also mal wieder ein Beispiel, und zwar 8 Zwölftel.
Und dieser Bruch wird jetzt gekürzt. Dazu schreibe ich die Zahl, mit der ich kürze, unter das Gleichzeichen, und zwar eine 4. Warum? Ich kann 8 und 12 beide Male durch 4 teilen. 8 durch 4 geht, so schreibe ich mal hin, und 12 durch 4 kann ich auch ausrechnen. Und was kommt heraus? Wenn ich 8 durch 4 teile, bleiben 2 über, und wenn ich 12 durch 4 teile, bleiben 3 über. Das heißt, der Bruch 8 Zwölftel kann auf den Bruch 2 Drittel gekürzt werden. Und auch hier wieder mal eine Veranschaulichung. Das geht mit dem Kreis nicht ganz so gut. Und zwar, Moment, so. Zack. Ich habe jetzt hier meinetwegen eine Tafel Schokolade. Und die habe ich hier in 12 Teile unterteilt. Jetzt brauche ich wieder Farbe. Und 8 Zwölftel habe ich noch. Also 8 Stücke dieser Tafel Schokolade habe ich. Und was ist jetzt passiert beim Kürzen? Ich habe hier 4 Stücke zusammengefasst, hier 4 Stücke zusammengefasst und am Ende auch nochmal 4 Stücke zusammengefasst. Also bei Schokolade würde ich sie jetzt nicht zusammenkleben, aber das kann man sich vielleicht vorstellen, dass man halt diese Stücke so in Portionen auf Teller oder sowas verteilt. So, was ist dadurch passiert? Im ersten Fall, 4 Stücke zusammengefasst auf einen Teller, das sind diese hier, nochmal 4 Stücke zusammengefasst und hinten fehlt ja Schokolade, da liegt dann nichts. Das heißt, ihr seht, 8 Zwölftel kann ich zu 2 Dritteln zusammenfassen. Und es ist weder mehr noch weniger geworden, das ist das Entscheidende, also es ist hier gleich. Und die Bruchzahl ist jetzt einfach kleiner geworden und übersichtlicher. Man kann sich unter 2 Dritteln vielleicht mehr vorstellen als unter 8 Zwölftel. Und das möchte ich jetzt nochmal in einem letzten Beispiel verdeutlichen, ohne Bildchen. Der Bruch 24 36stel. Ja, ich kann mir vielleicht aufmalen, irgendwie eine Pizza mit 36 Stücken und 24 liegen da noch. Das wird schon sehr unübersichtlich, das alles zu zeichnen. Wenn ich jetzt diesen Bruch kürze, dann könnte ich sagen, Moment, ich kann beide Zahlen zum Beispiel durch 6 teilen. Und dann passiert Folgendes, wenn ich also 24 durch 6 teile, kommt 4 heraus, wenn ich 36 durch 6 teile, kommt 6 heraus. Der Bruch sieht doch jetzt schon viel kleiner aus. Oder, nein, Moment, der Bruch ist genauso groß wie der erste, aber die Zahlen sind kleiner. So, und wenn man genau hinschaut, sieht man, man kann noch weiter kürzen, denn beide Zahlen kann ich noch durch 2 teilen. Und wenn ich 4 durch 2 teile, ist es 2. Wenn ich 6 durch 2 teile, ist es 3. Und hinter 24 36stel verbirgt sich nichts anderes als 2 Drittel. Das habe ich ja hier im ersten Beispiel schon dargestellt. Und dafür ist das Kürzen ganz hilfreich. Die Zahlen und, im Zähler und Nenner werden kleiner. Und diese Brüche kann man sich einfacher vorstellen. Okay, das also zum Erweitern und Kürzen.